Ist das... Ah, das ist dieses... Okay, das ist jetzt mal ein echter Vergleich zu vorher. Das erste Luftschiff aus dem Spiel, Mario Bros. 3. Und dann so das letzte Luftschiff. Was halt so natürlich dementsprechend das schwierigste Luftschiff-Level ist. Mit dem einzigen Unterschied hier... Gut, das ist nicht Nacht. War es auch im vorherigen Level nicht. Und... Komm, mit dem Pelz. Naja, es scrollt langsamer. Also ist es eigentlich doch noch einfacher dadurch. Indem es langsamer scrollt. Man muss hier mal zweimal auf die drauf springen, weil die Flügel haben. Sonst überleben die das. Wow, der ist fett. Vor allem, wenn die dann wieder zurückgehen, sind die wieder ganz klein, so. Und überall ist Feuer natürlich. So, nicht beirren lassen. Muss da rein, ne? Gut, viel Zeit bleibt mir ja nicht. Dann machen wir das auch mal. Ich wollte noch nach Items gucken, aber ist wieder Bowser Jr. Scheiße. Wir können einfach auf den drauf springen. Ich dachte, ich müsste mit Koopa Shells abwerfen. Wow. Boah, ah, die hat der echt gemein geworfen gerade. Und hat sich so über mich gestellt. Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Das Tolle ist jetzt, ich darf dann damit auch wieder alles von vorne machen. Trampolin. Scheiß aufs Trampolin. Ja. Und der Bowser Jr., der ist halt so gemacht, dass man ihn auch tatsächlich bekämpfen muss. Vorher in dem Level war das halt noch so, na, ich hatte die Wahl, ich hätte auch einfach abhauen können. Aber hier geht das nicht mehr, weil die Röhre ganz da oben ist. Wieder ein Pilz, aber ich brauche ihn ja nicht. Oh. So, ich will jetzt mal hier noch gucken, ob hier ein Item ist. So in der Hoffnung. Na, aber doch. Oh, doch. Das ist gut. Das ist gut. Das hilft mir dann. Ein Fight gegen ihn. So, aber er ist an sich auch kein schwieriger Boss. Nur, ich meine, eigentlich ist er sogar ziemlich einfach. Nur, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt eben. Gut, einmal getroffen wurde ich jetzt. So, wir brauchen halt... Oder könnte ich auch so hier hoch? Ach, ich kann auch so hoch. Ich dachte, ich brauche die Clownskutsche. Für den Sprung praktisch, wisst ihr? Also, halt seine Clownskutsche, um da hochzukommen. Aber gut, wäre die Röhre auch ein paar Blöcke weiter oben hingebaut, dann wäre das auch so. Aber ich hätte eigentlich auch einfach so gehen können. Wusste ich jetzt vorher nicht. Feuerbarrieren Parcours. Mal, um auf ein anderes Thema zu kommen. Wow, das fing schon gefährlich an. Oh, ah, Mist. Ich bin gerade schon so am Springen gewesen, aber Millisekunde dann doch zu spät. Ich hab's auf diesen Pilz abgesehen. Ist doch irgendwas versteckt, oder? Nee. Wow, oh, da ist doch das Ziel. Ey, komm, das Level ist dämlich einfach eigentlich, aber ich springe echt wie so ein Blödmann. Komm, wir scheißen auf den Pilz, wir scheißen jetzt auf alles. Wir gehen jetzt einfach nur noch ins Ziel. So. Wow, sogar die Feuerdinger ziehen sich wieder ein, wenn ich im Ziel bin. Sehr interessant. Schmetterbälle. Schmetterbälle. Gut. Das heißt, Punkt, Punkt, Punkt. Achso, erstmal, ich kann mir so einen Helm gönnen. Damit ich Angriffe von oben. Naja. Die verletzen mich dann nicht mehr. Das ist übrigens so ein Feature, was. Da seht ihr, ich wurde nicht getroffen, was halt so Mario Maker exklusiv ist. Das gab es eigentlich vorher noch gar nicht so, dass man. Also aus Mario Sicht einfach so ein Ding als Helm anzieht. Oh. Was habe ich denn da getroffen? Aus einem kommt ganz viel Geld raus, aber irgendwas hat mich getroffen, was ein Gegner ist. Keine Ahnung, aber macht ja nichts. Das heißt, wie viele Power-Ups kann Mario dann haben, theoretisch? Mario kann einen Helm offen... Also sagen wir, er hat eine Feuerblume. Also wie oft müsste ich dann getroffen werden, um zu sterben? Eine Feuerblume, also groß werden, Feuerblume, ich sehe jetzt auf zwei. Den Helm tragen, einen Schuh anziehen oder Yoshi. Eins von beiden geht ja nur. Und in eine Clownskutsche rein. Dann müsste man mich, glaube ich, fünfmal treffen, so. Theoretisch, damit ich irgendwie Schaden erleide oder so. Das ist, ja, schon einiges, wenn man diese Sachen alle kombinieren würde.
Noch ein trockener Aufgasch. Okay, ganz viel davon. Kein Boden in Sicht. So, und das war's dann. Da sind wir einfach durch. Knochentrocken mit Flügeln ist auch was Ungewöhnliches. Aber in dem Spiel kann man praktisch allen Sachen Flügel anstecken. Kettenhund. Okay, anscheinend haben wir einen gebauten Kettenhund. Wenn jetzt Kettenhunde hier drin vorkommen, ist das natürlich noch gruseliger. Oh, wir fangen mit einem Pilz an. Wir haben hier wieder den Helm, wovon ich eben noch geredet habe. Moment, da kann ich doch. Ne, schon gut, ich dachte... Ah, Panik. Panik, Panik. Nein! Ah! Okay. Ich weiß nicht, was Mario noch da unten getrieben hat. Irgendwas mit einer Tür anscheinend und Fledermäusen oder sowas. Aber das war jetzt eine sehr lange Todessequenz. Länger als das Level selber wahrscheinlich. Aber ich kann doch... Ja, genau, mich so ducken. Die dann so wegknallen. Boah, das... Okay, wegknallen, ne? Schon, was ich meine. Ja, das macht auch voll Spaß. So. Ah. Spaß beendet. So. Guck mal, wie lang meine Todesanimation war gerade. Oh, ich hab gerade meine Flasche umgeworfen. Das Level war so kurz, dass das gar nicht eigentlich erst wert war. Beinhaus. Bein. Ich weiß gar nicht, was das sagen soll. Oh. Oh, wow. Wow, wow, au, au, wow, au. Scheiße. So, hier kann ich überall drauf springen und die gehen ja fröhlich alle in eine Richtung. Was muss ich jetzt... Ah, diese Knochen, die werfen, ist natürlich eine blöde Sache. Ah, da ist schon mal ein Anfang. Das ist kein Anfang mehr. One-Up. Und noch ein Pilz. Und die fallen dann langsam wieder. Und das war's. Geschafft. So, was haben wir da? Automatisch unter Wasser. Heißt das, das ist so ein Level, wo ich mich nicht bewegen soll? Also, ich drücke mal jetzt gar nichts. Ich drücke mal jetzt gar nichts. Ja, das ist so ein automatisches Level. Davon gibt es in Super Mario Maker sehr viele. Oh, so ein coole Remix-Musik. Das ist lustig. Man fragt sich immer so, was passiert, wenn ich mich jetzt doch bewege. Oft stirbt man da halt. Gut, jetzt gerade nicht, weil ich den Stern habe, ne, aber... Gut, machen wir das Ganze noch ein bisschen länger mit. So, davon gibt es wirklich viele Levels in diesem Spiel, die halt auf sowas basieren. Und wir haben es geschafft. Sind im Ziel, ohne auch nur ein Stückchen was gemacht zu haben. Das war das Spiel jetzt komplett selber. Ja. Hüpfende Trampoline. Hä? Ah, ich verstehe. Wir bauen uns hier jetzt so ein riesiges Ding. Na gut, der eine klemmt da ein bisschen. Aber ihr wisst, wie ich meine, denke ich. So halt, ne? So, und den letzten auch noch. So, und dann, seht ihr, komme ich auch hier den ganzen weiten Weg rüber. Und hätte das damit auch geschafft. Ja. Boah, wir sind schon echt... weit, aber ein bisschen kommt ja tatsächlich noch. Auch Trampoline wollen fliegen. Gut, ein Level mit fliegenden Trampolinen.
Oh, ah, da sterbe ich bestimmt mindestens einmal. Weil ich nicht gut mit Trampolinen bin. Oh, das ist schon Ende. Okay, vielleicht sterbe ich doch nicht. Yeah, geschafft. War wieder mal voll kurz das Level. Ich meine, man hat es ja kurz an dem Zeiger gesehen. Ich habe ungefähr 9 Sekunden tatsächlich mit Level spielen verbracht. Bis es dann zu Ende war. Eine Achterbahn. Oha. Okay, was hat so eine Achterbahn zu bedeuten? Wir wollen es rausfinden. Das verwechselt sich doch recht schnell. Wir müssen ein bisschen ausweichen. So, Luftschiffmusik. Und immer dieses jubelnde Chor. Oder diese ganzen Leute da, die das alles feiern, was ich hier mache. Yeah, ups, wieder mal übers Ziel hinaus. So, jetzt aber geschafft. Voll dabei und so, ja. Dann 2.5 Remix mit Ketten unten. 2.5 aus Super Mario Bros. 3. Okay. Ah, scheiße, ich will diese Items haben, aber... Nee, das ist es, denke ich, nicht wert. Ne, wir lassen es. Komm, wir gehen einfach so weiter. Ich glaube, wir kriegen auch so schon ein paar Items. Springen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt überhaupt nicht gesprungen ist danach. Also ist sehr wohl offensichtlich, dass ich jetzt nicht... Ach komm, jetzt will ich aber doch was haben. Dass ich das Ding dagegen knalle und dass ich dann nicht springe so oder so. Ach, Dreck, ey. Knapp. Oh, das ist natürlich besser als ein Pilz. Und natürlich auch besser als klein zu sein. Ah, ich wusste, der trifft mich, dieses elende Viech, ey. Was denn hat's mit der Röhre da auf sich? Ah, im Originallevel war hier unten Wasser drin. Auch so eine Sache, die man in diesem Spiel nicht machen kann, so Wasser setzen. Man kann nur ein komplettes Unterwasserlevel haben, aber nicht irgendwo Wasser reinsetzen. Wo ich wieder beim Thema wäre, dass das Spiel halt nur limitiert einem wirklich Levels machen lässt oder halt freie Kreativität lässt. Also es hat auch seine Grenzen irgendwo. Leider. Hier gibt es eine Röhre, oder? Ja. Also bei diesen Remix-Leveln, ne, die halt nachgebaute Original-Level aus der Mario Bros.-Reihe sind, ne, da habe ich halt so einen Vorteil, also Vorteil sage ich jetzt. So ein cooler Vorteil ist ja eigentlich dann auch nicht. Ich weiß dann halt nur oft, was da gerade abgeht, weil ich die Levels halt kenne. Und Ende. Ich glaube, das Original-Level war sogar ein bisschen länger noch, wenn ich mich nicht irre, aber hier ist vorbei und Mario kommt nicht weiter. Gerannt. Ah, dann duckt er sich, wenn er nicht weiterkommt. Das passiert übrigens immer, wenn Mario nach dem Ziel so eine Blockade hat. Also als Animation, das hat ja keinen Unterschied so vom Level selber. So, jetzt haben wir 8.3 Remix aus Mario Bros. 1, was eins der schwierigsten Levels aus dem Spiel auf jeden Fall war. Oh, oder ich... Zack, können wir hier... Helm. Ich weiß, dass da ein Pilz dran ist, wo der Block immer noch Block geblieben ist. Das habe ich nur leider nicht die Gelegenheit gehabt. Oh, oh, du Arsch, Alter. Hat der mir richtig eine gegeben. Aber ich krieg das hin. Ich glaube, es ist einfacher als das Original. Erstmal, weil ich diesen Helm habe, der mich jetzt zwar nicht wirklich vor Schäden bewahrt. Wobei, der kann das eigentlich schon so. Moment. Spielen wir mal vorsichtiger. Ausnahmsweise. Ah, scheiße. Aber macht nix, hier kriege ich einen Pilz. Richtig, richtig. So, und auch ist kein Druck da. Wenn ich hier irgendwie verliere, dann kann ich es einfach von vorne probieren, weil beim echten Spiel war das ja so, wenn man verkackt. Verkackt man doch. Also, ne, man hat ja nur eine beschränkte Anzahl an Leben. Sehr beschränkt. Irgendwann ist dann halt auch vorbei. Und da muss man wieder alles von vorne machen. Wow. Uhu, einfach alles rüber. Ah, ihr scheiß Viecher, ey. Okay, wir rennen jetzt einmal hart durch. Gut, ich wurde getroffen, das hat mich jetzt auch nicht wirklich überrascht.
aber so einmal treffen kann ich mir ja leisten. Und dann haben wir es hier geschafft. Boah, das war ein Kampf. Kein großer Kampf, aber schon ein Kampf. So, damit ist Welt 15 auch erledigt. Und jetzt haben wir 6-3 Remix, Eis aus Mario Bros. 3.